Schickes Design und Top-Leistung. Mit dem Honor 20 bekommt ihr für 500 Euro ein gutes Smartphone. In Sachen Kamera gibt es allerdings einen kleinen Haken. Wir haben das Standardmodell für euch getestet. Das Honor 20 ist mit seinem modernen Design echt ein Hingucker. Das Display ist mit 6,3 Zoll auch großzügig, aber anders als andere Modelle der Oberklasse hat das Honor 20 kein OLED-Display und löst auch nur in Full HD Plus auf. Für den Alltag ist das aber auf jeden Fall scharf genug und das Display ist auch ausreichend hell. Den größeren Farbraum für HDR-Filme deckt es auch fast komplett ab. Der Fingerabdrucksensor sitzt jetzt übrigens auf der Seite, was Geschmackssache ist. Mit der blitzschnellen Reaktionszeit sind wir aber auf jeden Fall zufrieden. Genauso auch bei der Gesichtserkennung. Das Honor 20 kommt gleich mit 4 Kamerasensoren. Neben dem 48-Megapixel Hauptsensor und dem Super-Weitwinkelsensor gibt es noch 2 andere mit lediglich jeweils 2 Megapixel. Eine für den Unschärfeeffekt und eine speziell für Makroaufnahmen. Aber mal ehrlich, mit der geringen Auflösung sind die nicht so wirklich nützlich. Viel praktischer wäre hier ein optischer Zoom oder ein Bildstabi wie beim Honor 20 Pro. An sich ist die Fotoqualität aber ganz gut und reich an Details. Allerdings haben wir auf den Testaufnahmen, vor allem zu den Rändern hin, immer wieder unscharfe Bereiche entdeckt. Die Aufnahmen bei Schwachlicht sind okay, aber vor allem in dunklen Bereichen wird immer wieder Bildrauschen deutlich. Selfies mit der 32-Megapixel Frontkamera werden scharf, aber auch ein bisschen zu hell. Und der Porträtmodus könnte teilweise auch noch präziser freistellen. Videos könnt ihr übrigens in 4K nur mit 30 FPS drehen. Eine softwareseitige Bildstabilisierung ist immerhin an Bord. Richtig gut, vor allem für den Preis, ist die Leistung. Die liegt auf dem Niveau von Huaweis aktuellen Top-Geräten. Der Akku hält in unserem Dauertest rund 10 Stunden durch, auch das ist gut. Die Ladezeit passt auch, nach rund 2 Stunden ist euer Honor 20 wieder komplett vollgeladen. Und wie sieht's mit der restlichen Ausstattung aus? Der 128 GB große Speicher sollte euch absolut ausreichen, muss er auch, denn Platz für eine MicroSD-Karte gibt's nicht. Aber 2 SIM-Karten könnt ihr einlegen. Übrigens auch nicht mit dabei, eine Kopfhörerbuchse, kabelloses Laden, offizieller Wasserschutz und ein Stereo-Lautsprecher. Alles in allem ist das Honor 20 ein gutes Handy, hat aber auch kleine Schwächen. Unser Tipp, schaut euch mal das Mate 20 von Huawei an. Das ist in allen Kategorien ein Stückchen besser und kostet auch deutlich weniger. Was sagt ihr zur Kamera vom Honor 20? So eine Makrolinse ist ja ganz cool, aber 2 Megapixel und wann macht man das überhaupt? Ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal mit meinem Handy eine Makroaufnahme gemacht zu haben. Wie schaut es da bei euch aus? Schreibt es in die Kommentare, ich freue mich auf eure Meinung.